Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Vugrago und diese Therapie ist kostenlos. Da ist unsere Hilfe da. Da, mit der werden wir jetzt nämlich den Außenposten auseinandernehmen. So, da haben wir einmal die Explosion gefeuert. So, Verstärkung auf dem Weg, das ist super, weil das ist nämlich unsere Verstärkung. Hilfe ist auf dem Weg. Sind in einer halben Minute da. So, ist volle Action. Das ist super, weil von wo kommen die anderen? Achso, da war ein Pfeil, den sollten wir vielleicht mal rausziehen hier. So, da sind die Jungs da. Du machst mich keine Angst. Du machst ein Nickerchen. Okay, von da drüben ist ganz kacke. Okay, jetzt kommt ihr von da, Brücke. Weg mit den Zaun. Oh, wo sind hier noch eine. Das Poster nicht mit für unsere Sammlung. Okay. Irgendwo ist noch jemand. Die Frage ist nur, wo? Weil sonst wäre der Ausbau schon unser. Schön, er rennt hier rum. Ich verfüttere dich an die Schweine. Okay, das ist ganz doof hier. Feuer, Feuer! Keiner kann dir mehr helfen! So, den haben wir erledigt und das war's. Das haben wir zuerst mal Außenpost, Hilfe eingesetzt, Außenpost genommen. Und wir haben 50% der Außenposten. Das ist doch auch schon mal eine super Leistung. Das muss er mal einer nachmachen. So, jetzt kommen wir in Ruhe hier. Da ist schon Erlösung uns vom Bösen. 30 UC-Point, genau. So. Alle klar. Schön, dass du da bist. Moment kam mir ewig vor. Ja, sicher. So, das können wir hier ein bisschen einsammeln. So, Außenposten freigenommen. Schön, wenn ich wüsste, wo die ganz leicht rumliegen. Alle oben müssen noch einige. Das ist schön, dass du dich aufgeladen fühlst. So, dann entladen wir den mal hier. So. So, hier auch noch einer. Mal gucken, wie viel Kohle haben wir jetzt schon? 30.000 wieder. Tigerfell mitnehmen, weil Tigerfell bringt auch Kohle. So, auch wenn das vielleicht virtueller Tiger ist, aber hier bringt er Kohle. So, auch den hier. Ja, König Tigerfell, könnt ihr mal Platz machen, ihr Zwillinge? Seid ihr verwandt? Okay, na gut, dann nochmal hier rein, dass man da drinnen vielleicht ein bisschen was kaufen wird. Nie jemandem was getan. Ach, dahin. Das darf nicht ungesühnt bleiben. Ja, das darf nicht ungesühnt bleiben. Ich vermute schon, worauf er wieder hinauslaufen soll. Ich soll wieder das. Oh, Gesamtlösung. Oh, 148.000. Damit wird es ja langsam wieder in einem Bereich, wo es spannend wird. So. Von einer Seite hat der Royale Heimtum mit einem Messer. Messer. Die Royal Army. Alles klar. Sie kamen zu dem heiligen Ort. Den Namen darf ich nicht aussprechen. Dann spreche dich aus. Ich weiß, wo es lang geht. Da lang. Sei gegrüßt, AJ. So. Also, es heißt jetzt Rache, Rüsten und eins mit dem Messer. 10 Wurfmesser eigentlich auch schon? Naja. Zum Glück ist nicht so weit. Als nächstes geht es dann Richtung
Funkturm. Dann haben wir auch ein bisschen Überblick über den Bereich. Solches. Und so, runter hier. Alles flink am Rennen hier. So. Heilige Stätte da unten wahrscheinlich. Ah, da unten drinnen bestimmt. Praktischerweise. Hallo Blümchen, mitnehmen Blümchen. So, dann sollten wir mal gucken, wer hier der Übeltäter ist. Da ist der Übeltäter. Da haben wir ein paar Scharfschützen. Wegpunkte. Das heißt, wir bräuchten eigentlich nur von da hinten kommen. Müssen wir uns gucken, wie wir da runterkommen. Die Seilbahn führt zwar runter, aber die führt ein bisschen zu weit nach unten. Und sollten wir vielleicht nochmal weiter hier gucken. Wenn wir wirklich auch alle auf dem Visier haben. Oh, ho, 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 ho. Nein, nein, bleib weg. Das ist natürlich kacke, so eine Straßenaktion hier. Okay, hat er zum Glück nicht so gesehen. Okay, mal sehen, ob wir hier irgendwie jetzt gekonnt da lang reinkommen, weil soll man ja mit dem Messer machen. Und mit dem Messer wird das schwierig. Weil da wird man ja direkt Auge in Auge, Zahn um Zahn. Und dabei völlig unentdeckt bleiben. So, sieht ja schon mal gut aus, sind ziemlich dicht. Okay, das hat nicht gewirkt. Ich hätte Klebeband. Okay. Jetzt beobachten wir einfach mal den da hinten. Den da. Und gucken mal, wo der langläuft. Und dann dementsprechend vielleicht dann ein Messer-Takedown machen können. Beweisfoto machen hier. Ich werde dich umbringen! Schnapp die! Los! Okay, Beweisfoto gemacht. Ich liebe dich! Du hast schon verloren! Ich hab nicht verloren! Oh, das ist Kacke. Ganz große Kacke. Granaten sind Kacke. Oh, hier kommt Tipps schon wieder. Und da reißt uns nieder. Noch nicht ganz. Multikill. So, wer? So, weg und tot? Du jetzt auch. Freilich, ich habe doch ein Messer benutzt. Ich habe ihn doch mit. Ich habe ihn definitiv mit dem Messer getötet, weil es war nämlich ein Messer-Takedown. Okay. Scheiter beim Attentat-Typ Auge im Auge, Verbrecher aus dem gewonnenen Gefecht. Müssen wir nochmal versuchen. Aber das heißt, wir können die eigentlich auch so töten, wir brauchen die unentdeckt bleiben. Da sind wir doch schon an einer besseren Position als vorher. So, genau. Töte Kommandanten mit einem Messer. Wenn wir als erstes mal gucken. Dann mal schauen, was hier so los ist. Haben wir viele Jungs, da ist der Kommandant, den haben wir ja schnellstmöglich mit dem Messer erlegt dann. So. Brauchst du gleich nicht mehr, weil. Okay, dann will man umsetzen.
Ja, warten wir mal, wenn wir wieder Luft holen können, ja? So, wir räumen aber alle aus, was nicht Kommandant ist. Wie viele sind das wohl? Was denkt ihr? So was passiert nicht einfach so. Seht nach. Verstanden. Okay, seht nach. Ist aber nur einer. Schön, wie der noch gelaufen ist und dann umgefallen ist. So, da ist der Kommandant. Wir wissen aber, dass da noch einer ist. Ah, da ist noch einer. Mist, es sind zwei Kommandanten. So ein Scheiß aber auch. Deswegen sind wir letztens erst gescheitert. Es sind nämlich zwei Kommandanten. Das habe ich dann auch erst gemerkt, als ich abgedrückt habe. Und da war es dann zu spät. Naja, jetzt wissen wir es. Da können wir aufpassen. Beim nächsten Mal, dass wir da vernünftig arbeiten. Okay. Hinhocken, nach vorne gehen. Fernglas rausholen. Oh, und darauf achten, dass es zwei Kommandanten sind. Einen haben wir da. Dann steht da noch einer rum. Okay. Hm. So, also ganz ein bisschen normal. Erstmal das Kupfer zerlegen. Bleib mal kurz stehen, bitte. Auch erledigt. Okay, der ist in mir. Entdeckung gehen. Oder umfallen und tot sein. Die fallen um wie die Fliegen und merken noch nicht mal was. So. Jetzt heißt es nur noch die... Schön, dass der rumschreit. Ah ja. Jetzt haben wir noch einen zweiten gesehen. Schön, dass du reingehen willst. Wir gehen einmal hier in Deckung. Ah ne, du läufst. Jetzt scheinen nur noch zwei Leute übrig zu sein. Oder haben wir nicht beide jetzt? Ihr müsst alle die Augen offen halten. Die Frage ist, wie kriegen wir die so weit hin, dass wir die jetzt schön mit dem Messer Takedown können? So. Das ist doch schön, da könnt ihr euch entspannt wieder zurücklegen. Okay, mit dem Messer töten wir angesagt. Besonders sie. Weiter Druck machen! Du das nicht, Mann! So. Ist die Kugel nicht wert. Foto vom Opfer machen. So. Sterb jetzt endlich! Komm her, mein Freundchen. Okay, wir müssen dringend jetzt Heilung besorgen hier. Ja. Granate unterwegs! So, Granate unterwegs. Natürlich kacke, wenn der groß mit Granaten um sich rumwirft. Lebendig sollst du verbrennen! So, du hast kein Messer benutzt. Nein! Ich hab doch gar nichts gemacht. Gut, da sind wir wieder gescheitert, wo ich diesmal gar nicht mal weiß, warum, weil so weit sind wir ja gar nicht gekommen, dass wir überhaupt irgendwas machen. Tragisch, tragisch, tragisch. Einen haben wir wieder ausgeschaltet, den anderen nicht. Aber beim nächsten Mal schaffen wir es dann. Das war's wieder heute mit Let's Play Far Cry. Far Cry 4, liebe Patienten. Wenn ihr das erste Mal da seid, freue ich mich, dass ihr da seid. Abonnieren nicht vergessen. Und ich bin MacWurago und sag Servus und Ade.